Buongiorno, benvenuti alla vostra nuova lezione di tedesco. In questo video impareremo come usare le parole nächste, diese, letzte und jede. Ok, se siete pronti, cominciamo subito. Ok, prima parola è nächste, nächstes, non so vai ta. È la prima frase, il primo esempio, chi fa il prossimo esercizio, prossimo esercizio è nächste Übung. Allora, wer macht die nächste Übung? Wer macht die nächste Übung? Chi fa il prossimo esercizio? Nächste Übung. Die Übung, femminile. Allora, nächste con E alla fine. Wer macht die nächste Übung? Ich mache die nächste Übung. Numero 2, an der nächsten Haltestelle. Adesso con N, an der nächsten Haltestelle, alla prossima fermata. Ich steige an der nächsten Haltestelle aus. Wo? Dativo, an der Haltestelle. An der nächsten Haltestelle. Sempre con N alla fine. In dativo, an der nächsten Haltestelle. La prossima volta pagheremo noi, nächstes Mal werden wir bezahlen. Nächstes Mal werden wir bezahlen, adesso con ES, perché il sostantivo mal è neutro, das Mal. Nächstes Mal. Nächstes Mal werden wir bezahlen, la prossima volta pagheremo noi il futuro. Wir werden bezahlen, pagheremo noi. Quando? Wann? Nächstes Mal. Nächstes Mal. La prossima volta. Nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal. Lo facciamo la prossima volta. Di nuovo. Nächstes Mal. Nächstes Mal. La prossima volta. Das machen wir nächstes Mal. Numero 5. Una domanda. Prendi il prossimo treno? Nimmst du die nächste Bahn? Die nächste Bahn, come die nächste Übung. Il sostantivo femminile, die Bahn, die Übung. Allora finisce con E, nächste. Nimmst du die nächste Bahn? Prendi il prossimo treno? Ja, ich nehme die nächste Bahn. Sì, prendo il prossimo treno. Ich nehme die nächste Bahn. Die Bahn. E con Zug oder Bus, il maschile, der Zug, der Bus, dobbiamo dire ich nehme den nächsten Zug. Ich nehme den nächsten Zug oder den nächsten Bus, accusativo maschile, den nächsten Zug. Den nächsten Bus, accusativo femminile, die nächste Bahn. Die nächste Bahn. Sie werden nächstes Jahr heiraten. Loro si sposeranno l'anno prossimo. L'anno prossimo, nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Allora, das Jahr, neutro. Wann werden Sie heiraten? Wann werden Sie heiraten? Sie werden nächstes Jahr heiraten. Nächstes Jahr. La prossima volta, nächstes Mal. Prossimo anno, l'anno prossimo, nächstes Jahr. Unsere Freunde heiraten nächsten Monat in Italien. I nostri amici si sposano il mese prossimo in Italia. Il mese, il maschile, der Monat. Il mese prossimo, nächsten Monat. Nächsten Monat. Allora, nächstes Jahr. Nächste Woche, die Woche, nächste Woche. Nächsten Monat, der Monat, nächsten Monat. Nächstes Jahr, das Jahr. Nächste Woche, die Woche. Nächsten Monat, der Monat. Wann kommt der nächste Bus? Quando arriva il prossimo autobus?
Der nächste Bus, il prossimo autobus. Der nächste Bus kommt bald. Wo ist die nächste Tankstelle? Dove il prossimo benzinaio? Die nächste Tankstelle ist gleich um die Ecke. Dietro l'angolo, gleich um die Ecke, ist die nächste Tankstelle. Die nächste Tankstelle. Okay. Quello era con next, adesso last. Il prossimo. Next, l'ultimo, last. Das ist das letzte Spiel. Questa è l'ultima partita. Das letzte Spiel. L'ultima partita. Das Spiel. Das letzte Spiel. Ist letzte Nacht vorbeigekommen. Lui è passato la scorsa notte. Vorbeikommen. Passare. A vedere qualcuno. Lui è passato. Ist vorbeigekommen. Wann? Quando? Letzte Nacht. Letzte Nacht. Nacht ist die Nacht. Allora è letzte Nacht. Letzte Woche. Auch. Letzte Woche ist vorbeigekommen. Die Woche. Ma se parliamo di weekend, è das, das Wochenende. E dobbiamo dire letztes Wochenende. Ist vorbeigekommen. Letztes Wochenende ist vorbeigekommen. Letzte Nacht ist vorbeigekommen. Warum hast du mich letzte Nacht nicht angerufen? Perché non mi hai chiamato la notte scorsa? Warum hast du mich letzte Nacht, die Nacht, nicht angerufen? Ich habe dich nicht angerufen, weil ich geschlafen habe. Perché ho dormito. Ich habe dich nicht angerufen, weil ich geschlafen habe. Es war in letzter Zeit sehr heiß. Es war. Oder possiamo anche dire, es ist in letzter Zeit sehr heiß, nell'ultimo periodo. Ha fatto molto caldo. Es war in letzter Zeit sehr heiß. Zeit è die Zeit. Indativo in letzter Zeit. Nell'ultimo periodo. Tempo. In letzter Zeit. War es. Sehr heiß. Es war letzte Nacht sehr heiß. La notte scorsa ha fatto caldo. Es war letzte Nacht sehr heiß. Hat den letzten Zug verpasst. Lui ha perso l'ultimo treno. Accusativo maschile. Was hat verpasst? Hat den Zug verpasst. Den nächsten Zug. Nein, den letzten Zug. Den letzten Bus. Den letzten Zug. Hat verpasst. Perdere. Il treno. Zug verpassen. Hat den letzten Zug verpasst. Und sie hat die letzte U-Bahn verpasst. Lei ha perso l'ultima metro. Metro, metropolitana, die U-Bahn. Femminile, die U-Bahn. Und sie hat die letzte U-Bahn verpasst. Sie hat die letzte U-Bahn verpasst. Ich kenne hier jede Straße. Allora, jede. Nächste, letzte. La parola numero 3 per oggi è jede. Ich kenne hier jede Straße. Qui conosco ogni strada. Jede Straße. Ogni strada. Die Straße. Femminile, jede Straße. Jeden Tag lerne ich eine neue Lektion. Ogni giorno studio una nuova lezione. Jeden Tag. Maschile accusativo con N sempre. Jeden Tag, ogni giorno. Was machst du jeden Tag? Jeden Tag lerne ich eine neue Lektion. Ich bin sehr fleißig. Sono molto diligente. Ich bin fleißig und jeden Tag lerne ich etwas. Eine neue Lektion. Sie können mich jederzeit anrufen. Jederzeit anrufen. Può chiamarmi jederzeit, in ogni momento, quando vuole.
Jeder Zeit, die Zeit, jederzeit. Sie können mich jederzeit fragen, può farmi domande o chiedermi qualcosa in ogni momento. Sie können mich jederzeit fragen, wenn Sie wollen, quando vuole, jederzeit, jederzeit. Sie geht jeden Tag zum Schwimmen. Lei va tutti i giorni a nuotare. Sie geht jeden Tag. Abbiamo già detto Tag, sempre con, je, con N, maschile, N, jeden Tag. E la stessa cosa con Monat. Jeden Monat. Gehe ich schwimmen. Jeden Monat. Jeden Tag. Woche, die Woche. Jede Woche. Wochenende, das Wochenende. Allora, jedes Wochenende. Jeden Tag, jeden Monat, jede Woche und jedes Wochenende geht sie zum Schwimmen. Das kann jedem passieren, con M è il dativo maschile, jedem. Può succedere a chiunque, me, a te, a lui, a chiunque, jedem, jedem passieren. Das kann mir passieren, das kann dir passieren, das kann ihm passieren, a lui, a lei, das kann ihr passieren, das kann jedem passieren. Oder es könnte jedem passieren, questo potrebbe succedere a chiunque, jedem. Das oder es könnte jedem passieren. Jeden Tag stehe ich um 6 Uhr auf. Mi alzo tutti i giorni alle 6. Ogni giorno, tutti i giorni, jeden Tag. Wann stehst du jeden Tag auf? Quando ti alzi tutti i giorni. Wann stehst du jeden Tag auf? Ich stehe jeden Tag um 8 Uhr auf. Und er steht jeden Tag um 6, sehr früh, um 6 Uhr auf. Okay, la prossima, ich höre jeden Tag die Nachrichten. Guardo tutti i giorni il telegiornale. Ich höre, ascolto. Ich höre jeden Tag die Nachrichten. Ich sehe mir jeden Tag die Nachrichten an. Jeder kann tun, was er will. Ognuno può fare quello che vuole. Jeder, abbiamo già detto, jeder. Ich kann tun, was ich will. Du kannst tun, was du willst. Er kann tun, was er will. Jeder kann tun, was er will. Wir sehen ihn wie oft? Jede Woche. Lo vediamo ogni settimana. Quanto spesso? Wie oft? Jede Woche sehen wir ihn. Die Woche, femminile, jede Woche. Wir sehen ihn jede Woche. Ich kaufe jeden Tag Brot und Milch. Compro tutti i giorni il pane e il latte. Ich kaufe jeden Tag Brot und Milch. Ich gehe jeden Morgen laufen. Vado tutte le mattine a, vado a correre. Laufen tutte le mattine jeden Morgen. Jeden Abend, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Vormittag, jeden Nachmittag, sempre con der Morgen, jeden Morgen. E adesso la parola numero 4, diese, diesen, dieser. Ich mag, was magst du? Diesen Ort. Mi piace questo posto. Quello accusativo maschile, con N sempre, diesen Ort. Ich mag jeden Ort. Ich mag diesen Ort. Ich mag nächsten Ort, sempre con N. Dieser Kuchen ist süß. La torta è dolce. Quer dieser Kuchen il nominativo. Was ist süß? Dieser Kuchen ist süß. La torta è der Kuchen in tedesco, maschile. Der Kuchen, dieser Kuchen ist süß. Gefällt mir. Mi piace. Dieser Kuchen gefällt mir auch.
dieser Kuchen gefällt mir. Was wollte dieser Mann von dir? Cosa voleva quell'uomo da te? Wieder Nominativ. Wer dieser Mann? Diese Frau. Dieses Kind. Was wollte dieser Mann von dir? Was wollte diese, con E, femminile, diese Frau von dir? Con S, neutro. Was wollte dieses Kind, dieses Mädchen von dir? Diese Übung ist schwer. Die Übung, femminile, diese Übung ist schwer, nominativ. Dieses Problem scheint schwierig zu sein. Questo problema sembra essere difficile. Was scheint schwierig zu sein? Dieses Problem, nominativ, neutro. Dieses Problem scheint schwierig zu sein. Das Problem. Ich kenne diese Frau. Conosco questa signora. Wen? Chi conosci? In tedesco accusativo, diese Frau, maschile, diesen Mann, femminile, diese Frau. Sie wohnen in dieser Stadt, con R, dativo, femminile, wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? In dieser Stadt, in dieser Straße auch, Straße, die Straße in dieser Straße. Die Stadt in dieser Stadt. Dieses Haus ist alt, aber schön. Questa casa è vecchia ma bella. Das Haus, dieses Haus, nominativ. Dieses Haus ist alt, aber schön. Questa, questa. Sie machen diesen Lärm. Wer macht diesen Lärm? Sie machen diesen Lärm. Der Lärm, maschile, accusativo, sempre. Con N. Sie machen diesen Lärm. Seit wann haben Sie diese Wohnung? Da quanto a questo appartamento? Die Wohnung, femminile. Seit wann haben Sie diese Wohnung? Wir haben diese Wohnung seit einem Jahr. Ist das Leben in diesem Land teuer? La vita in questo paese? È cara? Ist das Leben wo in diesem Land? Land è das Land, neutro, dativo in diesem Land, con M, sempre dativo con M. Was hat sie in diesem Laden gekauft? Lei cosa ha comprato in questo negozio? Was hat sie wo, dativo in diesem Laden gekauft? Laden è der Laden. In diesem Laden, in questo negozio. Haben Sie Erfahrung in dieser Arbeit? Ha esperienza in questo lavoro? Wo, dativo femminile, con R, in dieser Arbeit habe ich viel Erfahrung. Oder in dieser Arbeit habe ich nicht viel Erfahrung. Esperienza, Erfahrung. Sie fahren immer mit diesem Bus. Viaggiano, vanno sempre con questo autobus. Sie fahren immer mit, immer mit Dativ, der Bus, mit dem Bus, mit diesem Bus. Wie heißt dieser Fluss? Nominativo, der Fluss, maschile. Come si chiama? Chi, questo fiume? Cosa, questo fiume, dieser Fluss. Dieses Wort habe ich gehört. Ho sentito questa parola, das Wort, neutro, dieses Wort habe ich gehört. Ich kenne dieses Gefühl, Gefühl, das Gefühl. Akkusativo, ich kenne dieses Gefühl. Oder ich kenne dieses Gefühl nicht. Non conosco questo sentimento. O conosco questo sentimento. Kennst du dieses Lied, das Lied? Kennst du dieses Gefühl? Kennst du dieses Lied? Conosci questa canzone? Kennst du diesen Mann? Abbiamo detto accusativo maschile sempre con N. Diesen Mann, jeden Mann. Kennst du diesen Mann? Il neutro, kennst du dieses Wort? Kennst du dieses Mädchen? Kennst du dieses Kind?
femminile e kannst du diese Frau. Ok, questo è tutto per oggi. Tschüss.